Euter pflegen, ist das eigentlich schwierig? Ich gebe euch mal einige Tipps, wie man Fehler vermeidet beim Anbau von Kräutern im eigenen Garten und auf dem eigenen Balkon. Es fängt damit an, dass man den richtigen Standort wählen muss. Wenn man jetzt einen sonnigen Garten hat, ist das relativ einfach, weil die allermeisten Kräuter bevorzugen einen sonnigen Standort. Da gibt es nur wenige Ausnahmen, zum Beispiel so ein Waldmeister oder auch eine Minze kann relativ gut noch an schattigen oder halbschattigen Stellen wachsen. Aber man sollte die Standortansprüche, was die Sonne angeht, natürlich abstimmen auf den eigenen Garten. Also in einem vollschattigen Garten macht es wenig Sinn, jetzt Thymian oder Salbei anzubauen, weil es dann nur lockere, luftige Pflanzen gibt, also die sich nicht gut entwickeln und die dann auch krankheitsanfällig werden. Also ein bisschen danach schauen, was hat man für einen Boden, was kann man vielleicht in Gefäße setzen, damit die Pflanzen sich wohlfühlen. Auch die klassische Kräuterspirale ist da super, weil es dort am Fuß dieser Spirale feuchtere Standorte gibt für Pflanzen wie eben vielleicht eine Minze oder eine Melisse und oben auf der Krone dieser Kräuterspirale dann trockene Pflanzstellen, wo dann Wärmekünstler, Wärmeliebhaber gut klarkommen, wie so ein Rosmarin oder ein Salbei oder ein Thymian. Das ist das A und O, um gesunde, kräftige Kräuter zu haben. Kräuter, die ordentlich wachsen sollen und die auch abgeerntet werden sollen zwischendurch, damit man davon was hat, brauchen natürlich auch ein bisschen was an Nährstoffen. Auch wenn man Kräuter jetzt nicht sehr stark düngen muss, empfiehlt es sich, dort etwas Kompost einzubringen im Frühjahr oder Hornspäne oder anderen organischen Dünger zu verwenden, damit die Pflanzen über das Jahr hinweg zumindest eine gewisse Grunddüngung haben. Gießen braucht man viele dieser Pflanzen nur, wenn sie in Gefäßen stehen. Wenn sie im Garten auf einem gewachsenen Boden stehen, kommen sie häufig mit dem zurecht, was die Natur bietet, an Regen und Niederschlag, vielleicht mal abgesehen von wirklich heißen Trockenperioden. Dann möchte man natürlich, dass die Pflanzen möglichst lange schön aussehen. Da muss man so ein bisschen darauf achten, wie die Pflanzen zusammengesetzt sind, zum Beispiel in einem Gefäß oder auch in dem Beet. Ich habe das hier jetzt mal am Beispiel dieses Trios. Man sieht dieser Salbei, das ist eine sehr kräftig wachsende Pflanze und die würde diesen etwas schwachen Rosmarin hier locker überwachsen. Das heißt, wenn man erntet, muss man dann vielleicht dafür sorgen, dass in diesem Kräuterbeet oder in dem Pflanzgefäß auch so ein gewisses Gleichgewicht bleibt. Und man würde dann vielleicht von dem Salbei einfach ein bisschen mehr wegschneiden, dass der mehr Platz wieder bietet für den Rosmarin und den Rosmarin vielleicht nicht so stark beernten, damit das Ganze so ein bisschen im Gleichgewicht bleibt und man wirklich seine Vielfalt an Kräutern erhält. Es gibt auch andere Pflanzen wie das Maggikraut oder Fenchel, die doch sehr, sehr kräftig wuchern und die dann ja, kleine Stellen mit Thymian durchaus überwachsen würden. Das ist sehr wichtig, wenn man seinen Kräutergarten über lange Zeit in Form halten will. Und ernten schadet nicht, also schneidet ruhig kräftig von diesen Pflanzen was zurück, weil wenn sie zu groß und zu alt werden, werden sie von innen auch irgendwann braun und hohl. Man darf wirklich in vollen Zügen diese Kräuter genießen und in der Küche dann verwenden. Das ist was ganz anderes als diese Trockenkräuter, die man aus dem Tütchen schüttelt. Wer einmal so einen frischen Pfefferminztee genossen hat, der möchte nie wieder das Heu in Beuteln in der Teetasse haben. Thank you.